Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Portal Stories Mail. Kommt keine Zwischenladesequenz? Kein Ladebildschirm? Oder so? Nee, wieso sieht nicht? Nice. Ach ja. Ah doch, jetzt, okay. Alles klar. Oh, ich sitze gerade irgendwie nicht bequem. Nicht gut. Egal. Passt schon. Ja. Ich liebe Ladebildschirme, Leute. Ich liebe sie. Sind schon nice. So, nächster Test. So, you can handle a lot of harder tests. This is a brand new introduction track, designed for new test subjects. You should do this really quickly. I've got a plan. Okay. Help! Over here! Change of plans. I found a panel that I can move out of the way. Portal down to that catwalk in the distance. I'll tell you more there. Alles klar. So, I was thinking. If this computer has scanners searching for biological substances, maybe there can be some interference? You know, with things like plants? There's an overgrown testing track across the facility that hasn't been converted yet. If we can get there, I think we can confuse it. Könnte sein, ja. Möglicherweise. Kann ich mich irgendwo hier importen? Perfect. Just perfect. The button's blown a fuse. Maybe if you get up to an upper level, you can get the elevator. Okay. Moment. So, ich muss ja jetzt klar irgendwo safe. Ach da. Okay. Alright. I was able to hack into that system and run a basic diagnostic before I got booted. The computer is known as the Aperture Employee Guardian and Intrusion System, or AGIS for short. It looks to be a security mainframe, trying to protect the scientists logged into its system. It hasn't been turned on in decades. Maybe that's why it's after us, and whatever that last threat is. Maybe it thinks we killed the scientists. Alles klar. Okay. Ja, war klar, dass ich hier die Portale benutzen muss. Alright. I finally got access to some schematics of this place. I can guide you to that overgrown testing track now to cover our tracks. Head through the corridor to the left. Should take you through the work in progress test chambers. Okay, nein, da will ich ja nicht hin, ne? Oder will ich dahin? Nein, der Corner. Ja, gut. Den Weg zur Linken. Why on earth is it always such a problem to get from point A to point B when you're outside of the testing tracks? That red laser on the wall seems to be controlling that door. You should probably find a way to block it. Jetzt verstehe ich auch, warum man hier wieder hin kann. Okay. Was war das gerade? Alles klar. Alles klar. Akzeptiere ich so. So, QB. Dich packen wir da rein. Das bringt mir nichts. Ja, doch klar. Moment. Komme ich jetzt wieder hoch? Ah ja, okay.
Moment. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Ich glaube, wir müssen das so machen. Hier reinfallen. Jetzt das Portal dahin schießen. Und immer noch nicht da hochkommen, okay. Ach nein, Moment mal. So, wenn wir jetzt hier durchfallen. Okay, Moment, ich will das kurz. Ich muss mich mal kurz so hindrehen, dass ich da so wieder rauskomme. Genau, okay. Nein, Moment. Ich muss jetzt das da hinschießen. Great. Through there is a crappy backstop chamber Gladys was designing before her demise. Never finished, but it should at least be working. Nice. Es hat funktioniert, wie ich es wollte. Das ist schon mal schön. So, den Cube müssen wir da einpacken, damit das ausgeht. Alles klar. Ne, Moment. Erstmal kann ich das ja... Er ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist gemein. Okay, Moment. Den Laser brauchen wir da. Moment. So. Okay, da komme ich nicht unter. Ah, okay, aber ich kann ja... Aua. Ich will mal erstmal kurz hier. Zack. So, jetzt brauche ich das. Dafür. Aber dafür muss ich den Cube da oben hochbringen. Alles klar. Nee, Moment, das bringt ja nichts. Weil es pusht den Cube ja nur weg. Das heißt... Ich muss den Cube... Wie mache ich das? Und wenn ich den Cube hier hochbringe... Dann wird er hier gegen die Wall gepusht. Da kann ich kein Portal hinmachen. Wenn ich den Cube, wenn ich den Laser dahin mache, dann okay. Moment. Ich muss es ja irgendwie damit machen, das ist ja klar. Aber wie genau? Irgendwie so? So, kann ich das irgendwie umdrehen? Ja, klar, kann ich. Aber wie? Okay, Moment. Damit. Aber... Es geht ja auch nicht. Und dafür brauche ich so einen Cube. Okay, Moment. Wie mache ich das? Kann ich da denn irgendwo... Ja, da muss irgendwie ein Laser hin, ne? Ein Schalter hin, meine ich. Ein Dings hin. Ihr wisst, was ich meine. Dafür muss ich den Cube aber irgendwie darüber bringen. Aber das geht nicht. Denn ich habe keine Möglichkeit dazu. Oder übersehe ich jetzt hier gerade irgendwie... Ein Portal. Nee, warte mal. Wenn ich das nämlich...
Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Ich kann da ja kein Portal entschießen, indem ich... Ich muss ja irgendwie so arbeiten. Was würde mir das denn bringen? Gar nichts, ne? So würde er den Cube nicht anziehen. Weil ich müsste... Ne, Moment, wie mache ich das denn? Ne, das bringt mir nichts. Das war der Grafikbug. Die weißen Striche hier. Aber ich kann da nicht durchschießen, oder? Nee. Aber das ist ein Hinweis, keine Ahnung. Ja, das bringt mir auch nichts. Wenn ich hier hochgehe, dann... Oh, Moment, ja klar. So komme ich hier rüber, natürlich. Natürlich. So, das hier dreht das um. Alles klar, okay. Genau. Zack. So, jetzt habe ich den Cube nämlich. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Gehe ich denn da irgendwie hoch? Moment mal. Nein! Moment, ich kann das ja ganz... Och, warum... Warum ist das denn so kompliziert? So, der dürfte jetzt noch rübergehen, ne? Ja, genau. Sehr gut. So, jetzt kriege ich... Wie kriege ich mich denn darüber? So. Ganz easy, alles klar. Ich hab doch... Hab ich irgendwas falsch gemacht? Also irgendwas... Ich glaube, ich habe irgendwas nicht nach Plan gemacht, oder? Kommt mir zumindest so vor. Wieso kann ich mich nicht nach hinten gesehen? So, okay, alles klar. Ah. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Alles klar, das ändert natürlich jetzt einiges. Gut, dann brauche ich erstmal den Cube dort. Hierfür? Ja, klar. So, jetzt muss ich den Cube erstmal dorthin legen. Ey. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich mich erstmal wieder da rüber schicken. So? Oder? Na Moment. Jetzt kriege ich mich da ja nicht rüber. Okay, Moment. Ich muss nochmal... Wenn ich das so mache. Dann nehme ich noch ein bisschen weiter nach dort, genau. Weiß ich, jetzt sind meine Portale weg, oder?
Schade. Alles klar. Ich weiß, ich mach's mir wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert. Aber das ist ja egal. Ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. So, ey. So, genau. Ich möchte jetzt bitte kurz wieder da hoch. Zack, zack. Aua. Zack. Das ist definitiv nicht in der richtigen Position, aber das ist egal. Weil die kann man ja von hier aus lenken, ne? So. Nice! He thinks you're going to use... No! What are you doing? It's going to kill you! Well, here's it for a nice surprise. There are tubes on the side you can use to get towards the overall testing track. So, ups, ich wollte halt gerade wirklich da durchgehen, weil ich mir so dachte, oh, nächster Test gleich, alles klar. Ich habe gerade gar nicht auf das, was er gesagt hat, geachtet. Ha! Nice! Nice! Okay. Ah. So. Jetzt. The next test chamber is still under construction. And generally, they need to be tested at least 3 times before they're finalized. Some people just can't count further than that, I guess. Komme ich da denn rüber? Ah. Ja, komm ich. Das aktiviert was? Irgendwas aktiviert das. Alles klar. Okay, ich möchte bitte nochmal auf die andere Seite. Damit ich nochmal mit dem Cube zusammen rüberspringen kann. Ja. Das wird jetzt ein bisschen schwerer, obwohl ich kann es eigentlich so machen, oder? Ja, nice, okay. Sehr gut. Okay. Das macht jetzt was? Construction subroutine controlled. Installing additional hazards. Turrets, huh? Let's see what I can do. How about I fire up the lasers? Deep pit. How about a hard light bridge? Ah, okay. Jetzt muss ich das Test scheinbar die ganze Zeit wieder machen, oder wie? Das war's? Jetzt einfach nur wieder das gleiche nochmal? Nee, eine Brücke. Und die Brücke brauche ich genau wo? Natürlich. Ja. Okay. Ey.
Mann! Ja, und nu? Okay. Das ist halt nicht unbedingt schwierig. Irgendwie. Also ich will diese Testkammer hier halt jetzt noch machen in dem Part, Leute. So. Ach ja, das habe ich ja nicht mehr. Nee, Moment. Mach ich das mal so. Moment, und jetzt würde ich einfach nur kurz darüber. Um hier rauf zu gehen. Und jetzt. Ah. Der Cube muss noch auf die andere Seite, oder wie? Okay. So, jetzt ist die Tür offen, ne? Genau. Jetzt ist nur die Frage, wie ich jetzt da hochkomme. Ha. Nein! Ich muss das Signal durch unterbrechen. Ja, ich sollte vielleicht doch den Cube auffangen. Ja, würde er zumindest bei mir landen? Alter, was ist das? Mann, sonst landet er doch auch hier. Alter, du willst mich verarschen, ne? Du willst mich verarschen, ey. So. Zack. Bitte kurz da hoch. Zack. Organic threat escaping new test chamber. Escape contingency not in place. Alright, good. Looks like it doesn't know where the elevator is heading to. Up ahead are the overgrown parts of the facility. I can try to reroute the elevator again if it holds up. There is an office area nearby from the same time period when Aegis was first installed. Maybe we can get some information from there. Gut, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.